Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge, ja, Winterresort Simulator, dem Skiregion Simulator. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. Ja, in der aktuellen Woche am 28. Januar ist ein neuer Patch rausgekommen, und zwar die der Patch Nr. 4, der viele Sachen verändert. Seit der letzten Variante ist es ja auch möglich, zu modden. Das heißt, einige Mods haben jetzt auch schon Einzug erhalten in den Winterresort-Simulator. Und was ganz neu mit dazugekommen ist, man hat jetzt auch die Möglichkeit, das Ganze über den Steam Workshop hochzuladen. Und wenn ihr auch Modder seid, könnt ihr hier direkt den Mod-Upload starten. Und was ich euch heute zeigen will, ist dementsprechend einfach mal eine neue Map. Und zwar die Map Wurmberg in der Beta 0.5.3 vom lieben Hannes, aka SimoFan2202 auf Discord. Die Map findet ihr auch dort im Steam Workshop. Die könnt ihr euch runterladen. Wichtig ist, ihr müsst dann auf die Public Beta wechseln, weil nämlich da erst der Mod Map Support greift. Wie starte ich das Ganze dann? Ich gehe einfach auf Neues Spiel, gehe dann auf Karriere und dann werden hier auch wird dann hier auch diese Map angezeigt. Wichtig ist, ihr braucht die Public Beta. Ne? Einfach, wenn ihr die Steam-Version habt, rechte Maustaste auf das Winterresort-Symbol, dann auf Eigenschaften und dann Public Beta auswählen und dann die Map hier dementsprechend abonnieren und dann installiert ihr euch die automatisch und ihr könnt ein neues Spiel starten. Wichtig ist, es ist eine Beta. Ansonsten, ich habe natürlich schon ein bisschen was begonnen. Mein Spielstand ist jetzt ein bisschen verändert. Ich habe mir alle Pisten gekauft. Wir schauen jetzt einfach mal rein hier in der Map. Hier Wurmberg, da haben wir es. Und ich dachte mir, wenn jetzt schon mal die ersten Maps, oder das ist eine komplett neu gebaute Map, jetzt hier mit dazukommt, schauen wir da einfach mal rein. Und bevor ich das aufgenommen hatte, hatte ich mit dem Hannes nochmal kurz geschrieben, weil die wohl nicht angezeigt wurde. Das wurde mittlerweile gefixt. Wir sind jetzt auch hier in dem Auto, steigen einmal kurz aus, machen die Tür zu und sind jetzt hier in Wurmberg. Ne? Wurmberg ist eine Stadt im Norden Deutschlands, so wie ich weiß, glaube ich, in Niedersachsen siedelt das Ganze an. Ist das größte Skigebiet im Norden. Und er schreibt auch, dass er da knapp 120 Stunden mittlerweile gebaut hat, wahrscheinlich schon ein bisschen mehr. Und es gibt insgesamt verschiedene Bahnen hier. Es gibt einmal den sogenannten Hexenexpress, die Wurmbergseilbahn, den Hexenlift und den Nordhang. Also sprich vier dementsprechende Sessellifte, die man dann auch bedienen kann natürlich. Die Missionen und so weiter funktionieren hier bisher noch nicht, so wie ich das getestet habe. Das heißt, ihr müsst die alle manuell beschicken oder auch garangieren, je nachdem. Es gibt insgesamt 14 Pisten. Ne? Es ist auch hier eine neue Übersichtskarte mit hinzugekommen. Ne? Das heißt, hier haben wir dann Bad Harzburg, Braunlage und eine Rodelbahn ist dort auch ansässig. Ich habe mal ein bisschen gegoogelt und mal ein bisschen geschaut. Ist ein sehr, sehr großes Skigebiet. Ganz oben auf dem Gipfel auf 971 Höhenmetern befindet sich der sogenannte Wurmberg. Wurde alles dementsprechend hier angepasst. Ist noch nicht so ganz scharf. Ich denke mal, in einem oder anderen Update wird das Ganze dann auch noch behoben. Wir haben hier auch ein paar Beschneiungspositionen hier noch, wo dann hier, hier habt ihr eine kleine Legende, die euch das Ganze so ein bisschen erklärt. Und dann haben die verschiedenen, Skipisten hier auch verbaut. Und ich mache jetzt nochmal soweit hier den Hexenexpress einmal startklar. Nämlich, ich habe alles soweit beschickt. Nicht oben wundern auf dem Kontostand, das habe ich mir manuell dazu hinzugefügt, damit ich euch auch mal die ganzen Bahnen hier zeigen kann. Die Sessellifte und die Seilbahn sind alle die aus dem Standardspiel, die man bereits schon kennt. So, dann würde ich sagen, schicken wir den Hexenexpress auch mal auf die Strecke. Ich würde sagen, wir stellen das Ganze mal auf Umlauf. Dann stellen wir das Ganze hier mal ein. Und ich dachte mir, okay, gucken wir einfach jetzt mal hier rein in die neue Map, wenn es schon eine neue Map gibt. Es gibt auch noch zwei andere Maps, die findet ihr auch noch im Steam Workshop. Und die könnt ihr euch auch nochmal anschauen. Da ist dann aber nur die Ursprungskarte ein wenig verändert. So, dann würde ich sagen, wir switchen mal auf den Fahrgastbetrieb. Ich hoffe, das klappt jetzt alles soweit. Ich gucke mal gerade. Wir quittieren das Ganze und starten mal hier. Mal gucken, ob es funktioniert. Das sieht gut aus. Da ist soweit alles okay. Öffnen wir mal den Einstieg. Zack. So, das haben wir auch soweit fertig. Fahrgastbetrieb läuft. Wir machen das mal ein bisschen langsamer. So, 4,5. Dann den Einstiegsbereich natürlich, der ist schon freigegeben.
Einstiegsschranke, die machen wir auch mal auf, sodass die Gäste auch dort rein können, die Skigäste. So, ansonsten, ja, sind hier insgesamt diese vier Seilbahnen hier auf der Map verbaut, ne? Hier ist auch der Spawnpunkt und ihr seht jetzt hier, alle Lifte sind geöffnet. Wir haben schon 10.41 Uhr, also es ist schon ein bisschen des Tages vorangeschritten. Wir gucken uns mal an, was die Karte jetzt hier noch für dementsprechende Dinge mitbringt. Also wir haben einmal die jeweiligen Hütten, ne, die auch hier, einmal die Wurmbergalm, die Schirmbar und Hexenrittalm. Ne, die sind bisher, wir stellen mal ein bisschen was ein. Ist das schon überall eingestellt? Ich gucke mal, doch, da wird auf jeden Fall schon mal automatisch versorgt. Die könnt ihr euch natürlich auch noch kaufen. Und das Ganze könnt ihr hier machen über Investitionen. Und ich habe jetzt alles mal einfach gekauft, habe mir den Spielstand da oben so ein bisschen angepasst, um euch auch mal alles zeigen zu können. So, ich habe bisher noch keine Versorgungsstelle gefunden, wo ich jetzt hier diese kleinen Pakete irgendwo hinliefern kann auf den Skihütten. Das ist wahrscheinlich noch nicht verbaut. Wie gesagt, es ist eine Beta. Skifahrer, so ein paar tauchen jetzt hier auf. Skipisten haben auf jeden Fall auch 14 Stück an der Zahl. Dann haben wir hier so einen kleinen Eingangsbereich, so einen kleinen Parkplatz. Ist natürlich noch in einer frühen Version, aber ich denke, die wird dann auch noch weitergebaut. Zum Start habt ihr hier auch noch so einen kleinen Pistenbully mit dabei. Hier habt ihr noch eine Tanke, ne, wo ihr eure Fahrzeuge tanken könnten. Ein sogenanntes Schneemobil habt ihr auch noch mit am Start gehabt. Und ich denke, ja, das sieht auf jeden Fall schon mal recht gut aus. Und ich würde sagen, wir fahren jetzt erstmal mit der ersten Bahn einmal so ein kleines Stück hier hoch. Das Einzige, was jetzt hier nicht mit dabei ist im Vergleich zu dem Original, also wie es halt auch in der Realität ist, sind einmal die sogenannten Schlepplifte, die fehlen hier. Die werden, hoffe ich, vielleicht noch zeitnah dann auch den Einzug hier nehmen durch eine Modder in den Winterresort-Simulator. Ansonsten ist aus Platzmangel die Wurmbergseilbahn Sektion 1, die fehlt auf jeden Fall hier. Hier haben wir die kleine Bahn. Das hier ist die, ich muss mal ganz kurz gucken, ist für mich ja auch noch alles relativ neu. Das hier ist der Hexenlift. Ne? Der hat auch nur einen ganz kleinen Fahrweg. Ich würde sagen, wir fahren jetzt mal kurz das kleine Stück dort hoch. Und werden dann mit den Hexen Express, da geht es nämlich ganz hoch, dann auch zum Nordhang. Und dann auch zum Wurmberg, das ist nämlich da hinten über dem Hügel. Da werden wir dann auch nochmal hochfahren. Und gucken uns die ganzen Strecken hier an. Ne, hier rechts läuft dann auch eine der Pisten lang. Hier links haben wir auch noch eine Piste. Ich habe die Pisten alle so vorher nochmal ein bisschen präpariert. Habe ich alles automatisiert gemacht. Beschicken und so weiter und garangieren klappt auf jeden Fall. Das habe ich auch schon soweit getestet. Allerdings könnt ihr nicht die Tutorials da spielen. Ne, die sind noch nicht verbaut. Ich denke, das wird dann auch auf jeden Fall noch zeitnah kommen. Aber ich dachte mir, okay, gucken wir mal in eine andere Karte rein. Das sieht auch echt cool aus hier mit dem parallelen Hexenexpress, der da hochfährt. Und die Seilbahn, wie gesagt, das sind die aus dem Standardspiel. Das ist hier so eine kleine dementsprechende Piste, die wir hier haben. Ich mache mal wieder die Geschwindigkeit runter. Und von da oben kommen Pisten runter. Man kann hier oben auch die große Piste runterfahren. Ich steige jetzt hier einfach mal aus. So, das ist hier die Piste 4. Das ist ein ganz kleines Stück. Ne? Backspace-Taste oder Löschen-Taste drücken. Skifahren auswählen. Und dann könnt ihr hier den Hang auf jeden Fall runterfahren. Mit Q und E holt ihr halt Schwung. Das ist auch sehr gut angepasst worden mittlerweile. Ansonsten, was gab es noch in dem offiziellen Patch Neues mit dabei? Und zwar, ja, die Bahnen können jetzt offiziell eingefärbt werden. Wie das Ganze funktioniert, schaue ich mir mal in der nächsten Woche an. Da werden wir dann auch mit unserem alten Spielstand nochmal, ja, weiterspielen, würde ich sagen. Den ihr ja bereits schon kennt. Ansonsten ist es so, dass keine Änderungen an den Safe Games vorgenommen wurden. Man kann die jetzt auch umbenennen. Steam Workshop Upload ist mit hinzugefügt worden. Und ansonsten wurden ganz, ganz viele Dinge dort noch angepasst. Ich packe euch das Ganze auch dann nochmal in die Videobeschreibung rein. Genau wie ein Link hier auch von der schönen Karte. So, da fahren wir mal ganz hoch jetzt und schauen uns nochmal die anderen jeweiligen Lifte an. Wie gesagt, die Lifte jetzt, da gehe ich jetzt nicht im Detail drauf ein, wie die funktionieren. Die kennt ihr bereits aus den vorherigen Folgen. Mir geht es jetzt einfach darum, euch mal so ein bisschen hier
ja, die neue Karte ein bisschen zu zeigen. So, wir setzen uns mal hin und fahren jetzt mal mit, ich mach mal auf 10, da geht es auch ein bisschen schneller, mit dem Hexenexpress direkt zu Nordhang hochgeht. Also zum Burmberg hoch. Da fahren wir jetzt hoch. KI ist hier bisher noch nicht verbaut. Ich habe bisher noch keine gesehen, bis auf die Leute, die da unten saßen. Aber ansonsten finde ich es cool, was jetzt mittlerweile schon alles möglich ist hier im Winterresort-Simulator. Dass sich da auch wirklich Leute die Mühe machen, so wie der Hannes, dann auch schon eine Map komplett von Null aufzubauen. Ist auf jeden Fall auch recht cool. So, wir haben wie gesagt doch keine Fahrgäste hier. Deswegen wirkt das alles noch so ein bisschen leer. Ne, da ist der Lift, mit dem wir gerade gefahren sind. Und hier kommen dann auch Pisten links und rechts der Strecken. Ne, hier in der Mitte haben wir auch noch eine sogenannte Piste. Da können wir dann auch noch später mal runterfahren. Und dann schauen wir auf jeden Fall mal. So. Ist mal ein bisschen was anderes, ne? Auch mal auf einer anderen Map unterwegs zu sein, auch sehr interessant. Mittlerweile gibt es auch noch weitere Mods, die mit hinzugekommen sind. Das Warnschild-Pack ist jetzt in der V2 erhältlich. Da gibt es noch einige weitere Schilder, die man auch noch platzieren kann. Das hatte ich euch ja auch schon mal in einer der letzten Folgen vorgestellt. So. Da werden wir uns auch nochmal so eine Komplettbeschneiung nochmal anschauen. Das werden wir dann auch nochmal machen. So. Ne, jetzt sind wir hier oben am Nordhang angekommen. Ne, das ist das Schneemobil, was auch zu Beginn hier mit dabei war. Man hat hier auf jeden Fall ja, hier so eine kleine Skihütte. Ich habe, wie gesagt, noch nicht die Punkte gefunden, wo man... Ach, guck mal, kann einer Spielplatz hier. Das ist natürlich auch recht schön. Gucken wir mal. Ach, guck mal, jetzt sind auch schon Gäste. Töne sind hier noch nicht teilweise verbaut. Wie gesagt, das ist eine Beta. Guck mal hier mit dem Schneehöhe. Das passt auch noch nicht so ganz. Aber ist jetzt auch nicht so tragisch. Aber ich denke mal, die Karte hat auf jeden Fall Potenzial. Und da müssen wir auf jeden Fall mal gucken. Hier haben wir noch eine weitere Bahn. Das ist der ja, Kristallexpress, glaube ich, in dem Hauptspiel. Und das hier ist die... Ich muss einfach erstmal gucken. Das hier ist die Bahn, die Wurmbergseilbahn. Ja, die hier natürlich dann auch auf die andere Seite hinuntergeht. Ja, also parallel quasi hinunter zu der anderen Region und ein Stückchen weiter hinten haben wir noch die Bahn hier am Nordhang. Die ist auch recht schön gestaltet. Da können wir eigentlich jetzt auch mal runterfahren und können uns das Ganze da mal anschauen. So, da springen wir dann mal fix hier in den Lift hier einmal rein. Spulen noch mal ein bisschen weiter vor und schauen uns dieses schicke Panorama hier an. Ist auch eine eher kürzere Strecke. Ne, da geht es dann noch ein Stückchen weiter hinunter hier. Ne, auch hier mit den Skipisten. Da müsste man vielleicht die Bäume noch mal ein bisschen anders platzieren, meiner Meinung nach. Aber ich finde, ich sag mal, für die erste Mod-Map, die jetzt von komplett auf Null gebaut wurde, natürlich mit den vorhandenen Objekten, sieht das schon recht vielversprechend aus. Und ist, wie gesagt, mal ein bisschen was anderes. Und macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Auch mal hier woanders unterwegs zu sein. Na, hier haben wir dann auch mal hier so eine schöne Aussicht hier, die wir hier genießen können. Hier sind ein paar Grünstellen noch. Ich bin mal gespannt. Wir werden, glaube ich, auch mal so eine Sommerfolge machen, wo wir uns das dann mal anschauen, wie das im Sommer aussieht. Na, hier haben wir dann auch noch die Skipisten, die wir von oben hier dann vom Nordhang quasi runterfahren können. Und dann auch wieder hinauf natürlich. Ich springe mal kurz in mein Schneemobil, damit wir wieder dort sind, wo wir auch gerade waren. Ist da ein bisschen einfacher. So, ne, da sind wir wieder hier an der Position angekommen. Haben wie gesagt einige Strecken hier mit verbaut. Ne, hier haben wir dann noch den sogenannten... Was war das hier? Das war glaube ich die Wurmbergseilbahn oder war das der Nordhang? Ich muss mal kurz gucken. Nee, das war die Wurmbergseilbahn. Ne, da können wir jetzt gleich auch mal runterfahren. Und schauen uns das dann auch mal an. Komm, machen sie auf. So, fahren wir auch hier mal mit runter. So, das ist natürlich auch schon mal ein richtig cooles Panorama, würde ich sagen. Wenn wir mal in die Außenansicht gehen.
Gucke ich das mal an hier. Ja, das sind noch so ein paar Grünstellen da hinten. Aber ich denke mal, das ist auf jeden Fall schon mal recht schön. Zack. So, ne, da vorne ist der Spawnpunkt, ne, da hinten sehen wir es, da können wir auch richtig schön runterschauen. Da hinten haben wir ein paar grüne Flächen. Ne, hier geht es jetzt runter mit der Wurmbergseilbahn. Und können uns ja hier nochmal die Pisten soweit anschauen. Das heißt, wir sind jetzt hier am Wurmberg und fahren jetzt quasi die Passage hier runter, ne, bis nach Braunlage. Ja, das ist dann hier unten. Und hier ist quasi der Spawnpunkt. Hier ist der Hexenlift. Da wird auch in der Regel Snowboard gefahren. Die Snowboard-Arena ist dann noch. Vielleicht wird die auch noch nachgebaut. Kann natürlich auch sein. Hier haben wir den Hexen-Express. Ne? Der Hexenlift ist ja eher kürzer. Und hier hinten haben wir dann das Stück hier mit, was dann runtergeht hier zum Nordhang. Ja, da oben haben wir den Brocken auf 1141 Meter Höhe. Und der Wurmberg, wie gesagt, 971 Meter über dem Meeresspiegel. So, jetzt fahren wir mal runter nach Braunlage und gucken uns das da unten mal an. Gucken, wie das da verbaut ist. Wir gehen mal wieder in die jeweilige Ansicht. Ich finde es aber auf jeden Fall recht schick gemacht. Ihr könnt ja auch mal eure Meinung schreiben, wie ihr es findet. Und wichtig ist, ihr müsst die Public Beta nutzen, damit ihr diese Map hier nutzen könnt. Mit dem nächsten Update braucht ihr das dann nicht mehr machen. Da wird also fleißig dran gearbeitet. Ihr merkt das ja auch, ne, es kommen fast ja, so alle 3-4 Wochen gibt es mal ein neues Update, wo dann Neuerungen mit dazukommen. Guck mal, hier haben wir noch ein paar grüne Flächen, ne, die vielleicht noch überarbeitet werden müssen. Aber ich denke, wenn man hier noch so ein paar Sachen platziert, ne, dann wird das, denke ich mal, auf kurz oder lang dann auch noch schöner werden. Aber es sieht auf jeden Fall schon mal richtig, richtig gut aus, meiner Meinung nach. Ne, fehlen natürlich noch so einige Objekte. Auch die Trassen wurden mittlerweile angepasst im letzten Patch. Und auch Skifahrer werden jetzt ausgeblendet, wenn die Öffnungszeiten nicht mehr gegeben sind. Ansonsten alle Funktionen, wie wir sie hier auch haben. Das heißt, die Pisten können wir auch nach wie vor hier präparieren und hier auch hier sperren. Dann können wir natürlich auch Beschneiung machen. Wir haben jetzt, glaube ich, noch kein Gerät hier gekauft. Jetzt in diesem Spielstand hier, den habe ich auch gerade erst angefangen, habe da nochmal so ein paar Dinge angepasst. Ne, wie gesagt, hier Kontostand und so weiter. Um euch auch dann direkt alle Bahnen zu zeigen. Oh, hier geht es ein bisschen steil runter. Meine ich zumindest. Weiß nicht, ob das jetzt so... Boah, hier geht's aber... Das ist ja wie eine Achterbahn hier. So, stehen wir mal auf hier und steigen da mal aus. Das müsste jetzt hier unten Braunlage sein. Vielleicht wird dann irgendwann auch nochmal ein Dorf hier dort platziert werden. Also aktuell haben wir hier nichts platziert. Aber jetzt auch, wenn man jetzt mal hier hinten so runterschaut. Ich guck mal, haben wir da irgendwas? Nee, bisher noch nicht. Auf jeden Fall nur weiße Landschaften haben wir dort hier verbaut. Ist auf jeden Fall recht schick geworden. Und ne, wenn ihr Bock habt, schaut da auf jeden Fall mal rein. Ich dachte euch, ich zeig euch mal hier die kleine, aber feine... Ist also große Karte in der Regel eigentlich auch schon. So klein, aber fein ist sie gar nicht. Ne, hier haben wir natürlich auch die ganzen Karten angepasst. Da haben wir hier nochmal eine gute Übersicht. Und ich würde sagen, Leute, ja, das war's erstmal hier. Ich hoffe, ich habe euch jetzt alles hier soweit gezeigt. Den Hexenritt habe ich euch gezeigt. Dann sind wir einmal am Nordhang hinten runter und sind dann auch hier einmal die lange Strecke gefahren, bis nach Braunlage runter. Und wenn ihr die Karte auch mal testen wollt, wie gesagt, es ist eine Beta. Ne, Feedback gerne an den Hannes. Oder über Discord, da heißt der SimoFan2202, könnt ihr auch gerne anschreiben. Der ist da recht fix unterwegs, ne? Feedback auf jeden Fall auch. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, Leute. Ich fahre jetzt einfach mal wieder hier hoch. Ne? Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Es kommen auf jeden Fall weitere Folgen Winter Resort Simulator. Ich werde in der nächsten Woche auch nochmal ein bisschen was vorbereiten. Ne? Wenn es hierzu Updates gibt, ne, werden wir auch nochmal gerne reinschauen. Und wie immer gilt natürlich, wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche noch ein wunderschönes Wochenende und sag mal bis dahin. Tschö, tschö, ciao, ciao, bye, bye. Euer Homer.